Ja, guten Morgen und herzlich willkommen. Heute schauen wir uns nochmal die Gazprom-Aktie an, weil ich dort auch in meiner Community rege Teilnahme hatte in den letzten Tagen und Wochen bezüglich ADR. Also wie man jetzt, die Frage lautete da primär, wie man jetzt in die Gazprom investieren könnte ohne ADR, also direkt. Und da müsste man sich in der Regel natürlich dann eine Aktie aussuchen, eine Börse aussuchen, zum Beispiel in Moskau oder ähnliches. Und da gibt es dann wieder natürlich ganz andere Gebühren und man muss sich da spezielle Broker aussuchen, die das überhaupt, wo man überhaupt das machen kann. Man müsste sein Geld erstmal in Rubel umtauschen wahrscheinlich, ja. Also so wie es eben auch bei anderen ausländischen Aktien ist, wenn man die im Land kaufen wollen würde. Und weil das Ganze eben mit wesentlich höheren Gebühren meistens verbunden ist, teilweise mit sogar sehr hohen Gebühren und eben auch mit Währungsrisiken und so weiter. Also ich möchte jetzt nicht in größere Mengen unbedingt in Rubel rumliegen haben lassen. Wenn ich Also, weil ich meine, es ist ja jetzt allgemein bekannt, dass der Rubel ziemlich stark abgestürzt ist. Also die ganzen Russen und Russinnen, die hier so fleißig immer shoppen waren, zum Beispiel bei uns in München, also wo bei uns der Einzelhandel immer der Luxus-Einzelhandel die Hände aufgehalten hat über Jahre hinweg, die sind jetzt alle nicht mehr da, weil der Rubel abgestürzt ist teilweise. Ja, und also man hat halt da ganz wieder ganz andere Risiken und die Risiken, die halt hier genannt worden waren, sind, dass wenn man ADR kauft, dass man dann letztendlich nicht diesen Schutz hat, dass man letztendlich, wenn die Bank, die dahinter steht, die Bank, die diesen ADR aufgesetzt hat, wenn die pleite gehen würde, dann wäre das ganze komplette Geld auch futsch. Also das hätte also nicht diesen Extraschutz wie bei wie normalerweise bei Aktien. Und so weiter und so fort. Und also ich persönlich habe noch nie Probleme gehabt mit ADR, kann ich nur sagen. Und ja, wenn man sich dann eben die Bank anschaut oder so, die halt dahinter steckt bei ADR oder so, ich meine, man sollte sich da vielleicht dann keine zypriotische Bank nehmen oder sowas. Aber also ich meine, ich sehe da einfach weniger Risiko, mehr oder weniger, also Risiko ADR einzukaufen, als wie jetzt sich da irgendwo seine Gelder in Rubel umzutauschen zu müssen und so weiter. Also ich mache mir über solche Sachen eigentlich weniger Gedanken. Ihr merkt es schon, weil letztendlich das was ist für Leute die ganz viele, viele Millionen Euro da rumjonglieren vielleicht. Und ja, die lassen sich das in der Regel dann auch wahrscheinlich verwalten, das Ganze. Also ich meine, für den Otto-Normalverbraucher, denke ich mal, der sollte vielleicht sich an das halten, was einfach ein ganz normaler Broker einfach anbietet, wie jetzt zum Beispiel die Giro oder Comdirect nutze ich eigentlich kaum. CapTrader, also das sind eh schon sehr, sehr umfassende Plattformen, die wirklich fast alles haben. Und von daher würde ich auch das Ganze nicht zu kompliziert machen, besonders wenn wir uns halt in Größenordnungen bewegen, ja, wenn wir halt einfach mal 10.000 hier oder 10.000 da investieren. Also da musst du halt Gedanken machen, okay, was ist deine Zeit wert? Ja. Und also hier möchte ich mal kurz grundsätzlich zur Gazprom nochmal meine Hand ins Feuer legen sozusagen. Wir sehen ja hier, dass die allein hier ein paar Wochen oder so dieses letzte Jahr um 60% gestiegen ist. Und trotz, also das war letztendlich letztes Jahr im Mai, und trotzdem, dass die um 60% gestiegen sind, haben wir jetzt ein KGV von, man sieht es hier, also von 5,5213. Und das ist schon echt letztendlich. Ist die Gesamtbewertung noch unter der Eigenkapitalquote, ja, weil also Eigenkapital unter dem Wert des Eigenkapitals, ja, Eigenkapitalquote 66%,
ist auch ungleich den meisten Aktien, in denen ich so investiert bin. Ja, die haben wesentlich geringe Eigenkapitalquoten. Und ich meine, ja, also die Dividende ist 6,76, auch nochmal sozusagen, ich glaube, das ist die Aktie mit der höchsten Dividende überhaupt in meinem ganzen Portfolio. Also zumindest von dem Portfolio, von dem ich jetzt immer, also auch online rede, dass ich also vor zwei Jahren ungefähr aufgesetzt habe. Naja, also ich würde sagen, dass die bei der Gazprom, also ich weiß nicht jetzt genau, wo ich da jetzt die großen Gefahren sehe. Ich denke mal, dass so einige andere Aktien, ja, vielleicht in der Eurozone mitunter ganz viel stärker gefährdet sind, ja, als wir jetzt in den Gazprom, die doch relativ unabhängig jetzt einen großen Deal mit China gemacht hat, weitere Aufträge bekommen hat, ja, von China, von, ich glaube, Indien. Auf jeden Fall also ganz stark sich diversifiziert im Geschäft, das letztendlich einen Rohstoff fördert, ja, zu extrem günstigen Preisen, ja. Also ich glaube, es ist mit einer der günstigsten Gasförderer auf der ganzen Welt. Ich glaube sogar günstiger wie der Iran. Und entsprechend eben hier eine sehr hohe Marge sich einfährt, sehr wettbewerbsfähig ist. Gerade die komplette Firma auch ein bisschen umstrukturiert, ja, ein riesiges Pipeline-Netzwerk eben weiter ausbaut. In alle Himmelsrichtungen. Also, und zahlt halt eine Dividende, die sich letztendlich, wo sich eine Aktie, wenn du die da kaufst, nach 8 oder 9 Jahren selbst abbezahlt hat. Ja. Also, es ist letztendlich jetzt auch nochmal davon auszugehen, dass sie sozusagen die Dividenden auch nochmal verdoppeln. Dann sind wir ungefähr irgendwo mal bei 12, 13% Dividende in den nächsten ein, zwei Jahren. Der Kurs, also viele von den Analysten und Experten und so weiter, sehen den Kurs auch bei ungefähr 15 Euro, ja, ich glaube, das ist Euro oder Dollar, ist auch egal. Letztendlich also ist da nochmal sozusagen nochmal eine Verdopplung in der Dividende und eine Verdopplung im Kurswert. Ich meine, wo hast du das schon? Die meisten Dividendenwerte dümpeln eigentlich mehr oder weniger so vor sich hin. Ja. Also wenn du jetzt zum Beispiel noch irgendwie einen guten Dividendenwert kennst oder weißt, also der über 5% hat und so einen ähnlichen Chart hier Bild sozusagen abwirft, ja, dann kannst du mir gerne in die Kommentare uns, also gerne mit uns allen teilen hier im Internet. Ich glaube, das sind wir alle heiß drauf, aber mir fällt da momentan keine andere Aktie ein. Vielleicht noch ein, zwei russische Aktien, die so ein bisschen ähnlich sind. Aber ansonsten, aber selbst bei Luke Oil, das ist also so ein bisschen, ja, die ist ein bisschen angeblich ein bisschen unabhängiger vom Staat, die Luke Oil. Ja, also es ist natürlich vergleichbar mit Gazprom, was die machen. Sind aber nicht, erstens nicht ganz so groß, aber zweitens finde ich gerade die Staatsunabhängigkeit, was jetzt Russland betrifft, finde ich eher negativ. Ja? Weil, wenn es mal hart auf hart kommen sollte, wenn da mal irgendwas kriseln sollte, tja, dann wird sich sozusagen der Staat dort nicht selber ein Auge auspicken, sondern wird er zuerst mal die Firma am meisten fördern oder unterstützen oder retten oder was weiß ich. Ja. Die für ihn selbst systemrelevant ist, ja, also von der er selbst abhängt. Und das ist nun mal Gazprom, weil sich eben über die Dividende teilweise der russische Staat zum größten Teil eben selbst finanziert, ja, also refinanziert. Und sozusagen die Rentenkasse vom Kreml, so ungefähr, ja. Und das ist bei Lukoil meines Wissensstandes nach eben mehr oder weniger der Fall, ja. Und dann gibt es halt einfach noch so ein, zwei weitere vielleicht russische Aktien, die ich auf meiner Watchlist habe, aber letztendlich ja,
sehe ich da jetzt auch nicht so, so viele weitere Möglichkeiten, dem hier ja, ein derartiges Chartbild, KGV und Dividendenerträge abwirft und Rendite, ja, also ein hochprofitables Unternehmen. Ja. Also da habe ich ganz andere Aktien schon in meinem Portfolio mal gelegt, also mit wesentlich weniger guten Kennzahlen. Und also ich sehe das Risiko relativ begrenzt. Also wenn du irgendwie konkrete Stichpunkte hast, ja, wo man hier Gefahren sehen könnte, ja, dann schreib uns das bitte in die Kommentare, an die ich jetzt auch nicht denke, weil ich bin letztendlich auch nur einer von vielen Zehntausenden, die einfach hier irgendwie versuchen wollen, halt das bisschen Gesparte, ja, die 2,50 Euro, die da noch übrig bleiben nach Steuern im Monat, halt irgendwie so anzulegen, dass sie halt wenigstens nicht weniger wert werden. Ja, vielleicht noch 10, 20 Cent dann mal dazukommen oder so. Ich meine, die Zeiten sind sowieso relativ, haben sich relativ stark geändert, sind auch für sehr konservative Anleger relativ düster. Ja, was willst du denn noch machen als konservativer Anleger? Einige von den konservativen Anlegern lassen halt, denen ist es einfach scheißegal, und nach wie vor gibt es da sehr, sehr viele, die sagen, ich lasse einfach mein Geld auf dem Sparbuch, ja, besonders die Älteren, die einfach auch nichts Besseres wissen und einfach auch kein Vertrauen in irgendwas Neues haben. Ja, versuch mal einen 80-jährigen Rentner zu überzeugen, er soll jetzt noch anfangen mit Aktien zu machen, ja, wirst du dir in der Regel die Zähne ausbeißen, ja, wenn er überhaupt versteht, von was du redest. Der hat sein ganzes Leben lang nur das Sparbuch gekannt. Ja. Und dann gibt es die anderen noch, die halt einfach irgendwie, das ist aber noch ein ganz viel kleinerer Teil, die sagen halt, naja, ich habe lieber irgendwie, ich miete mir lieber irgendwo in einer unabhängigen Firma einen Tresor und verwandle mein komplettes Ersparnis irgendwie in ein paar Goldklumpen da rein. Aber das ist eher die kleinere Masse auch, und letztendlich werfen die halt dann auch keine Rendite ab, und ich sag's immer wieder, letztendlich sind halt Edelmetalle letztendlich auch nur eine Spekulation, eine Versicherung, ja, aber diese Versicherung ist eine Spekulation, denn wenn es nie zu einer Situation kommt, ja, in unserem System oder in unserer Wirtschaft oder in Märkten, wo ich diese Versicherung mal ziehen kann, ja, mit anderen Worten, ich habe eine Lebensversicherung abgeschlossen, ja, und die läuft aus, weil ich, bevor ich gestorben bin, ja, dann kriege ich in der Regel, also so war es halt früher immer, irgendwie eine Prämie und dann noch ein paar Zinsen, ja, das ist mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr so, weil die halt auch Probleme haben, ja, mit der Rentabilität, aber, und dann lass mir das Ding auszahlen, wenn ich das quasi überlebe, meine Lebensversicherung, ja, jetzt mal im Vergleich, und dann kann ich davon noch irgendwie in meinem Rentenalter irgendwie, was weiß ich, mir ein Cabrio, das Cabrio kaufen, was ich schon immer haben wollte oder sowas, ja, oder irgendwie eine Weltreise machen auf dem Kreuzer, ne? Das sind ja so viele Rentner da, angeblich, und auf so ein Kreuzfahrtschiff oder so, so ein Traumschiffreise oder sowas und so weiter. Ne? Aber halt dieses System, wenn ich jetzt Edelmetall, also alles, es gibt ja Leute, die haben irgendwie zu 100% Edelmetall oder sowas, ja. Da gibt es eben nicht diese Prämie oder wie soll ich sagen, diesen Stichtag, ja, wo ich dann sagen kann, okay, die Krise ist nicht gekommen, der Vertrag ist ausgelaufen, jetzt verwandle ich mein Gold, ich bin 80 Jahre, ich will auch noch was davon haben, jetzt verwandle ich mein Gold in Cash und mache eine Weltreise. Ja, also, das hast du halt dann nie. Ja. Also, die Wahrscheinlichkeit ist dann eben auch gegeben, dass du einfach eher, also, dass das Ding halt einfach alles vererbst. Ja. ja, mein Gott. Okay, auf jeden Fall, also das soll es gewesen sein, jetzt bin ich leider wieder etwas abgeschweift zu Thema Gazprom. Auf jeden Fall
Sehr interessantes Stück, ja, Papier. Ich finde es halt auch super interessant, weil wenn du heute, sag mal, sagst, okay, ich habe irgendwie was übrig und du investierst es da rein, ja, bei der Dividende, die du momentan bekommst, ja, bei 6,7% und dann eventuell verdoppelt sich das auch nochmal, dann hast du halt in spätestens, ja, ich weiß nicht, in 7, 8 Jahren oder so, ja, angenommen, die erhöhen die Dividende tatsächlich auf 12, 13%, ja. Ich weiß nicht, wann das war, 2022 oder so, oder 21. Relativ nah schon, zeitnah. Ja, mein Gott, dann hast du de facto irgendwie nach 7 Jahren oder so ist das Ding halt abbezahlt. Ja, also das ist dann tatsächlich irgendwie sozusagen so ein Rentenpapier letztendlich dann. Also ja. Okay, ich sehe es als sehr langfristige Geschichte. Von daher, ja, meine Meinung auch, ihr habt ja wahrscheinlich auch andere Erfahrungen, Kenntnisse und so weiter. Haut mir das einfach in die Kommentare. Nehme ich immer wieder gerne auf. Und das soll es gewesen sein für heute. Ich habe mich wieder gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ich denke, dass wir mit vereinten Kräften da schon auf den grünen Weg hinkommen. Das ist ja, 2020 soll ja dieses Crash-Jahr da werden. Ich bin da sehr, sehr, sehr demütig, ja, weil ich das ich überhaupt nicht einschätzen kann. Ob das tatsächlich irgendwie so ein Mega-Crash kommt, Ende des Jahres 2020. Wenn ich persönlich davon überzeugt wäre, dass es dann eben Mega-Crash kommt, ja, dem man quasi überhaupt nicht ausweichen kann, ja, dann, was ich nicht bin, ja, weil das ist halt einfach, das sind halt einfach Meinungen von Experten, die halt irgendwie auch gleichzeitig sehr viele Bücher verkaufen, ja. Aber wenn ich also zu 100% davon überzeugt wäre, dann würde ich mein Geld nehmen und ganz viele Dinge tun. Ja? Und vielleicht ist ja auch das mitunter ein Grund, warum es so viele Crash-Propheten gibt, weil sie letztendlich die Leute dazu verleiten wollen, ihr Geld zu verkonsumieren. Ja? Und letztendlich stecken die alle mit dem System unter eine Decke. Ja? Okay, das war jetzt eine Hypothese, war ein bisschen zynisch, aber wer weiß, ne? Wer weiß. Okay, das soll es gewesen sein für dieses abschließendes zynisches Wort. Gehört einfach zur Börse, zum Thema Börse dazu, ja, ein bisschen Sarkasmus, denn das ganze System ist natürlich ja. Sage ich jetzt nichts weiter dazu. Bis zum nächsten Mal, tschüss.